Bewusste Kunst. Der Akt des künstlerischen Gestaltens ist ein wesentlicher Faktor bei der Behandlung vieler Pathologien bzw. Projekte. Dabei geht es um die künstlerische Tätigkeit, welche in unserem Gehirn Glücksgefühle auslöst. Der Zweck der Kunst besteht darin, uns auf eine friedliche und beglückende Reise mitzunehmen, auf der von Zufriedenheit zu Zufriedenheit gereist wird. Diese Zufriedenheit ist eng mit dem Gefühl der Erfüllung verbunden, welches die Schöpfung eines Werkes mit sich bringt. Die Idee des Bedürfnisses nach einem Gefühl der Erfüllung in der menschlichen Existenz wird in den Grundsätzen der positiven Psychologie entwickelt, insbesondere von Martin Seligman. Zwei Prinzipien werden nebeneinander gestellt: das Vergnügen und die Erfüllung. Das Vergnügen ist ein flüchtiges Gefühl. Der moderne Mensch läuft von Vergnügen zu Vergnügen. Dabei wendet er sich von der Anstrengung ab, welche ihm dauerhafte Erfüllung verschafft. Vergnügen ist ein vorübergehendes Glücksgefühl. Es besteht eine Parallele zur Sucht. Denn ein Vergnügen jagt das nächste. Die Theorie besagt, dass diese Abfolge von kurzlebigen Vergnügungen für die Depressionsrate der jüngeren Generationen verantwortlich ist, welche ständig mit ihrem Bildschirm verbunden sind, welcher nur vorübergehende Vergnügungen und neue Wünsche hervorruft. Andererseits versetzt die Erfüllung den Menschen in einen Flow. Wenn wir eine erfreuliche Tätigkeit ausüben, wenn wir uns in diesem Flow befinden, müssen wir uns keine Sorgen mehr über unser Bewusstsein oder unsere Emotionen machen. Es ist, als ob die Zeit stillsteht und wir sie nicht mehr wahrnehmen. Wir sind an dieser Aufgabe beteiligt. Zur Erfüllung gehört meist eine schwierige Aufgabe, die eine hohe Konzentration erfordert, ein Ziel, das erreicht werden soll, und ein Subjekt, das die Situation unter Kontrolle hat. Laut Martin Seligman sind Bewusstsein und Emotion dazu da, unsere Laufbahn zu korrigieren. Sie sind notwendige Werkzeuge in unserem Leben, um die verschiedenen Hindernisse zu überwinden, denen wir begegnen können. In diesem Zustand des Flows gehen jedoch Bewusstsein und Emotionen verloren, da wir unseren Weg nicht korrigieren müssen. Wir sind Akteure und Produzenten dieses Weges. Der Künstler, der malt, ist oft in seinen Werken vertieft, wie in einem meditativen Zustand der Trance, und sein Hauptanliegen ist die Pinselführung auf der Leinwand. Er ignoriert in gewisser Weise sein Bewusstsein und seine Emotionen, die sich in den produzierten Werken widerspiegeln. Es gibt Menschen, die sich in einem Konsumzustand befinden und deren Flow niedrig ist, während andere, welche einer Leidenschaft nachgehen, einen hohen Flow haben. Bedauerlicherweise ziehen wir es oft vor, direkte Vergnügungen zu suchen und diesen Flow zu vermeiden. Er erfordert Anstrengung und ist mit vielen Einschränkungen verbunden. Es darf nicht vergessen werden, dass Kunst Energie absorbiert. Sie ist eine Tätigkeit, welche, wie viele andere, Disziplin erfordert. Sie kann Veränderungen in uns hervorrufen und uns auch zum Scheitern führen. Wir bevorzugen im Allgemeinen das unmittelbare Vergnügen, welches nur positive Ergebnisse zu bringen scheint, ohne wirkliche Beteiligung unsererseits. Dies wäre einer der Gründe für unsere Neigung zu Stress und Depressionen, denn der Zustand des Flows erlaubt es uns, uns nicht mehr permanent auf unser Denken zu konzentrieren. Ohne diesen Flow-Zustand haben wir eine Neigung zu übermäßigen Hinterfragen und geben schon beim geringsten Hindernis auf, weil es unüberwindbar scheint.